Hallo zusammen und willkommen zu diesem Video. Heute geht es mal um klassische Produktfotografie. Und zwar, wie wir solch ein Whiskyglas mit Whisky und Eiswürfeln ins rechte Licht drücken. Und zwar soll unser Ergebnis nachher zum Schluss dieses hier sein. Was ihr dafür benötigt und wie ihr das Ganze quasi nur mit eurer Kamera und einem Aufsteckblitz ganz einfach zu Hause nachmachen könnt, das erkläre ich euch wie immer im Video. Was brauchen wir jetzt an Ausrüstung für das Foto und wie ist der Setaufbau? Ihr braucht eine einfache Kamera, es muss keine Vollformatkamera sein, es kann auch eine APS-C-Kamera sein. Ich in meinem Fall habe hier meine EOS RP, habe ein Sigma 24-105 drauf, aber es packt auch ein einfaches Kit-Objektiv. Reicht völlig aus. Dann brauchen wir natürlich einen Blitz, einen Aufsteckblitz, um von hinten nachher unser Glas anzuleuchten. Und um das Ganze zu verbinden, habe ich wieder ein Funkauslösesystem, habe ich hier auf der Kamera auch schon montiert. Dann brauchen wir natürlich ein Whiskyglas, ist ganz klar. Sucht mal was Schönes raus und vor allem sollte es schön sauber sein. Keine Fingerabdrücke drauf oder sonstiges. Macht es vorher schön sauber, dann sieht man nachher alles auf dem Foto. Dann brauchen wir einen guten Whisky, der sollte mindestens 40% haben. Hat keine Auswirkungen aufs Bild, aber schmeckt einfach geiler. Und wir brauchen Eiswürfel. Auf dem Bild, habt ihr ja gesehen, sind Eiswürfel mit drauf. Ich nehme hier persönlich mittlerweile solche Plaste-Eiswürfel. Das könnt ihr auf dem Foto von den echten ohnehin nicht unterscheiden. Und ihr habt den Vorteil, dass ihr, wenn ihr einen echten Eiswürfel rausnimmt, schmilzt der jetzt über kurz oder lang. Und das habt ihr eben bei denen nicht. Die kosten ein paar Euro, könnt ihr immer wieder verwenden. Ist auf jeden Fall eine Anschaffung wert. Für den Hintergrund nutze ich eine Pergamentfolie, also ein Pergamentpapier. Das hier hat jetzt eine Stärke von 120 Gramm, glaube ich. Es ist nicht richtig durchsichtig, also wie ein Pergament halt einfach ist. Jetzt fragen sich einige von euch, der Hintergrund ist ja schwarz, beziehungsweise schwarz-weiß, aber das Pergament ist ja so ein bisschen gelbstichig. Das macht auf dem Foto nachher nichts, denn wir werden eine ganz, ganz kurze Verschlusszeit haben. Ich werde nachher eine 200stel Verschlusszeit einstellen und wenn wir ohne Blitz quasi dieses Foto machen würden, dann wäre unser Bild eigentlich komplett schwarz. Und nur durch die helle Aufleuchtung, durch die weiße Aufleuchtung unseres Blitzes, leuchtet nachher quasi das Licht hinten durch das Pergament und dann seht ihr hiervon nichts mehr. Das reicht, der Blitz reicht, das weiße helle Licht vom Blitz reicht, um dieses Pergament so weit aufzuhellen, dass von dem Gelb nichts mehr da ist. Und ihr werdet, wie auf dem Foto, was ich am Anfang gezeigt habe, die Ecken und Kanten dieses Pergaments schwarz haben. Und nur der direkte Lichtblitz von eurem Blitz wird entsprechend weiß auf dem Hintergrund zu sehen sein. Das heißt, es spielt hier keine Rolle. Wenn ihr zum Pergament nicht zur Hand habt, könnt ihr auch Backpapier nehmen. Es gibt entweder weißes Backpapier oder es gibt auch so leicht gelbliches Backpapier. Da müsst ihr mal gucken, das wird nicht stark genug sein. Da nehmt einfach mal zwei Blätter, die könnt ihr hintereinander packen und habt ihr die gleiche Stärke, wie das Pergament hier hat und da habt ihr das gleiche Ergebnis. Da ich den Untergrund von meinem Foto schwarz haben möchte, habe ich hier zusätzlich eine schwarze PVC-Platte. Die habe ich mir mal besorgt, nutze ich auch immer wieder. Ihr könnt natürlich auch gerne eine Pappe nehmen als Unterlage. Erfüllt eigentlich den gleichen Zweck, aber ihr habt keine Reflexion. Eine Pappe wird immer mehr Licht schlucken und die reflektiert auch nicht. Das heißt, hier habe ich eine leichte Reflexion und habe dann nach vorne hin eine leichte Spiegelung auch noch von meinem Glas. Und genau das ist es, was ich auf dem Foto nachher haben möchte. Da ich auf meinem Foto meinen Untergrund, meinen schwarzen Untergrund, möglichst schwarz halten möchte und hier keine Lichtreflexionen drauf haben möchte, habe ich meinen Blitz so positioniert, dass er wirklich gerade nach vorne blitzt und knapp über der Tischkante positioniert ist. Wenn ihr ihn ein bisschen höher positioniert, dann habt ihr den Effekt, dass das Licht natürlich weiter hier unten auf die Tischplatte strahlt und ihr natürlich hier auch noch eine Aufhellung bekommt. Wenn ihr das wollt als Stilelement, kann man es so machen. Ich auf meinem Foto möchte das natürlich so dunkel wie möglich halten, möchte quasi nur das Licht hinten ins Glas haben und deshalb habe ich meinen Blitz knapp über der Höhe meiner Tischplatte hier positioniert. Den Durchmesser eures Leuchtkegels, den ihr nachher hier im Hintergrund habt, den könnt ihr beeinflussen. Und zwar durch die Entfernung des Blitzes vom Hintergrund, quasi von der Pergamentfolie, die wir nachher hier drauf machen. Je dichter ihr rangeht mit dem Blitz, desto kleiner wird der Lichtkreis werden. Und je weiter ihr davon weggeht mit dem Blitz, desto größer wird auch die Ausleuchtung auf dem Papier werden und desto größer ist der Halbkreis, den ihr hinten erhaltet. Ich möchte den ziemlich klein halten, da das Glas auch ziemlich klein ist und möchte auch nur diesen Bereich hier ausgeleuchtet haben. Deswegen nehme ich meinen Blitz ziemlich dicht auch ran ans Pergament nachher.
Um auf eurem Foto nachher das Resultat zu haben, was ich auf meinem Foto habe, und zwar, dass der Lichtkreis genau hinter dem Glas ist und das Ganze nicht verschoben wirkt, ist es ganz wichtig, dass ihr eure Kamera über das Glas zum Blitz in einer Linie stellt. Das heißt, das Ganze muss genau in einer Linie stehen. Ansonsten, wenn ihr den Blitz zum Beispiel verrückt, mehr links oder mehr rechts, dann wird das Ergebnis entsprechend, dass euer Lichtkegel, euer halbrunder Lichtkreis entweder mehr links oder rechts ist und dann ist der ganze Effekt eigentlich vom Foto dahin. Als nächstes befestige ich jetzt meine Pergamentfolie und zwar habe ich hier dafür zwei Kamerastative genommen. Könnt ihr aber auch, je nachdem, wo ihr es befestigen könnt, bei euch zu Hause was anderes nehmen. Ich habe davon genug rumstehen, deswegen nehme ich immer hier meine Kamerastative. Gibt es auch schon für einen kleinen Taler, kann man sich immer mal ein paar anschaffen. Ich habe bestimmt mittlerweile 20 Stück davon, weil es gibt immer irgendwas, was man irgendwo anhängen, aufbauen oder sonst irgendwas befestigen muss. Und dafür eignen die sich einfach am besten. Wichtig ist, dass ihr das schön stramm hier hinten macht, dass ihr keine Falten drin habt. Also es sollte jetzt nicht so sein, der Hintergrund, denn das sieht man nachher ganz deutlich auf dem Foto. Also ganz wichtig, das Ganze schön stramm spannen, damit ihr einen schönen geraden Hintergrund habt. Wie sind jetzt die Einstellungen meiner Kamera? Natürlich fotografiere ich im manuellen Modus und auch mein Objektiv habe ich den Autofokus ausgeschaltet und fokussiere hier manuell. Dann verwende ich einen ISO 100 und eine Blende 18. Warum eine Blende 18? Warum die Blende so weit zu? Das hat den Grund, dass ich mein Glas und auch die darin befindlichen Eiswürfel von vorne bis hinten schön knackscharf haben möchte. Wenn ich jetzt eine Blende zum Beispiel 2,8 nehmen würde, dann hätte ich vorne meinen Fokuspunkt zum Beispiel auf so einen Eiswürfel oder weiter hinten und hätte viele Unschärfen mit dem Glas. Das möchte ich nicht. Ich möchte so viel wie möglich von meinem Glas scharf abgebildet haben und deshalb verwende ich eine Blende 18. Dann haben wir eine Verschlusszeit von einer 200stel. Warum eine 200stel? Bei der Lichtsituation, die ich hier habe und bei so einer kurzen Verschlusszeit, erhalte ich, wenn ich jetzt fotografieren würde, ohne den Blitz, ein komplett schwarzes Foto. Ich zeige euch das mal. Wir lösen mal hier aus und dann seht ihr schon, im Ergebnis wäre das Bild quasi wirklich schwarz. Das nutze ich, um mein Pergament nachher an den Rändern als schwarzen Hintergrund abzubilden. Und die einzigste Lichtquelle, die nachher auf meinem Foto zu sehen sein wird, ist der Blitz, der von hinten blitzt. Und dadurch erhalte ich diese runde Silhouette und mein Pergament, was auch eigentlich ja so ein bisschen gelblich ist, bleibt an den Rändern schwarz. Das heißt, der Hintergrund wirkt nachher wirklich schwarz-weiß. Deshalb eine 200stel Verschlusszeit. Mein Blitz habe ich natürlich auch in den manuellen Modus geschaltet und ich verwende hier eine 32stel Lichtintensität und habe meinen Blitz auf 35 mm eingestellt. Das sind hier in meinem Setting die optimalen Einstellungen. Es kann natürlich sein, dass es bei euch ein bisschen abweicht, das müsst ihr mal ein bisschen ausprobieren, aber hier bei mir habe ich damit das beste Lichtergebnis erzielt. Das Setting ist jetzt soweit fertig. Ihr seht, unser Pergament haben wir. Wenn ihr es auf dem Video jetzt seht, seht ihr, es wirkt ziemlich hell. Aber durch die schnelle Verschlusszeit von der 200stel wird unser Hintergrund nachher schwarz sein. Und wie gesagt, das einzige Licht, was wir dann haben, ist das Licht, was unser Blitz abgibt. Ich habe jetzt nochmal eine Auslöseverzögerung von 2 Sekunden bei mir eingestellt. Das müsst ihr nicht machen, bei einer 200stel kann man trotzdem aus der Hand fotografieren. Aber da ich hier manuell fokussiert habe, habe ich natürlich meine Kamera auf dem Stativ. Und damit es nicht verwackelt oder der Fokuspunkt mir hier irgendwie verschwindet, habe ich nochmal die Auslöseverzögerung von 2 Sekunden eingestellt. So, das heißt, es ist soweit alles aktiviert und wir machen schon mal das erste Foto. Ihr seht, auch wenn das im Endeffekt ziemlich hell von hinten aussieht, auch auf dem Video und nicht schwarz wird das Pergament, haben wir auf dem Foto genau den Effekt, den ich erwähnt hatte, dass wir die Ränder des Pergaments quasi außen schwarz haben und in der Mitte haben wir das perfekte Foto, so wie wir es auch haben möchten. Ihr seht, selbst mit einfachen Sachen kann man hier super Ergebnisse erzielen, wie zum Beispiel ein Whiskyglas. Vielleicht habt ihr ein Whiskyglas schon mal fotografiert, vielleicht habt ihr ein anderes Getränk genommen, vielleicht auch ein völlig anderes Glas, dann lasst mir doch gerne mal einen Kommentar da. Was habt ihr fotografiert? Wie habt ihr es fotografiert? Wie waren eure Kameraeinstellungen? Vielleicht habt ihr auch einen völlig anderen Setaufbau genommen, andere Hilfsmittel. Dann schreibt mir das doch gerne mal in die Kommentare. Ansonsten, wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen hoch da. Und wenn wir uns in einem meiner nächsten Videos wiedersehen wollen, dann abonniert doch gerne meinen Kanal. In diesem Sinne, bis dahin.